Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Witcher 3. Witcher 3, machen wir jetzt weiter. Ah, da kommt kurz der Sachse raus. So, weiter geht's, Leute. Oder Kyra. Die ein bisschen Angst vor Ratten hat. Ich fand das sehr, sehr amüsant gerade vorhin. Das Ende der letzten Folge. Ja, Pilze. Ja, warum denn nicht? Pilze sind immer gut. Ich bin auch gerade sprachlos, was soll denn das sein? Das ist der Elf. Okay. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Natürlich. Was auch sonst? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Okay. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Also nochmal für Dumme erklärt. Aber jetzt habe ich es auch verstanden, glaube ich. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. So. Erkunde die Ruinen, folge den Schwalbensymbolen. Fand ich übrigens auch sehr, sehr schön, wie jemand Kommentare geschrieben hat, dass mein Torso aussieht wie eine Tischdecke aus einem bayerischen Bierzelt. Es wird echt Zeit, dass wir dann Stufe 5 wären. Ja, damit wir dann schön schnell, was heißt schön schnell, aber damit wir dann den neuen Torso tragen können, den wir hergestellt haben. So, weiter. Pfeffer. Okay. Ja, ich meine, vielleicht können wir die dann auch irgendwann noch gebrauchen, die Pilze. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Da hinten sind Geister. Aber ich sehe auch schon wieder diese Giftwolken. Die sind ja Fluch und Segen zugleich, ne? Je nachdem. Wenn man das Feuer sinnvoll einsetzt. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Die Knie haben wir noch. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Vizimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ein schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm, weiter. Ja, aber das klappt doch ganz gut. Hier ist eine Truhe. Scheiße. Das wirst du bereuen. Ja. Wobei, das müsste auch was bringen, oder? Achtung. Naja, es stand leider nicht drin, ne? Ja, der mit drauf jetzt hier. Ein bisschen Schaden machen wir auch so. Ja, aber fast knapp. Ne, das geht. Achtung. So, da hinten ist noch eine. Wow! Alter! Achtung, Falle. Scheiße, ich hab gerade nichts ready. Gleich aber. So, jetzt wollen wir Falle drin. Kommt drauf jetzt hier. Ja, ist gar nicht so leicht, gar nicht so leicht. Irgendwie schon wieder Gift. Ganz ruhig. So. Nicht in die Falle rein. Also
Ich würde ja sehr gerne mal ganz kurz meditieren. Ich hoffe, ich darf das mal eben. Ja, wunderbar. Wo sind jetzt hier die Schwalben-Symbole? Aufpassen. Sie wollen mich nicht reinstellen, wenn ich das mache. Sowas. Damit, man sieht das aber auch wirklich beschissen. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Wo? Ach da! Boah, ich hätte die jetzt glatt übersehen. Gut, dass wir Kyra dabei haben. Okay, man kann es auch an der Minimap erkennen, weil dann hat man immer so einen roten Schlüssel, aber... Ich muss ja auch aufpassen, wo ich hinlaufe. Ja. Kommst du hoch? Na los. Soll ich dir helfen? Das geht doch. Selbst ist die Frau. Oder die Hexe. Lass mal eben hier Inventar durchgehen, ob wir mittlerweile was Besseres wieder haben. Ja. Ist deutlich besser. Weil wir bisher noch keine magischen Stiefel hatten. Das ist schlechter. Okay, obwohl wir keine magischen Beinlinge anhaben, das irritiert mich ein bisschen, aber okay. Das sieht es aber auch nicht wirklich besser aus. Aber wir behalten es einfach mal an. Bald können wir die Rüstung tragen. Die ist wirklich deutlich besser. Also, ich glaube, das war gut gewesen, dass wir uns die hergestellt haben. So, den Rest, den können wir dann hier verticken. Okay. Ich wollte mal ganz kurz gucken. So, weiter geht's. Nee, von hier sind wir doch gekommen. Glaube ich zumindest. Ah, da hinten, da ist wieder der Elf. Okay. So. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Danke für den Hinweis, Kyra. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Ciri hat ihr Pferd nach einem... Nach einem Seeungeheuer benannt. Ist auch interessant. So, wir sollen jetzt Hinweise auf Kelpi finden. Oder zu Kelpi. Ja, er sagt einfach nochmal das Gleiche, ne? Ja, finde Kelpi. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpi. Musst du alles anfassen? Alter. Ich habe jetzt viel Leben verloren. Ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Boah. Stellt euch mal vor, ich würde nicht ständig meditieren. Wäre ich jetzt tot? Die arme Kyra muss auch ständig auf uns warten, weil der Geralt gerade ein bisschen Nickerchen machen muss. Haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Ja, das hoffe ich auch gerade. Hier ist noch was. Das sieht aus wie so ein
Seeungeheuer. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Erscheinung. Alter. Das sind unsere Gegenstücke. Ganz ruhig, da sollte ich aber erst die Hexe killen, denke ich. Weiß schon, hier. Ob man sie schützen kann und ob man das will. Das ist unangenehm. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht teilen. Scheiße. Ich weiß genau, welche von euch echt. Moment, ganz ruhig, was nehmen wir denn am besten mal? Dankbeeinflussung? Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Da lache ich doch. Okay, den haben wir schon mal gut runterbekommen. Alter, den hätten wir, wunderbar. Ganz gut. Betäubt. Und jetzt drauf hier. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe nicht mehr so viel. Komm. Ja, war nicht sehr elegant gewesen, aber wir haben es hinbekommen. Oh, ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzige Wesen. So, ich würde nochmal gerne meditieren. Guck mal, ey, wir sind total vergiftet. Seht ihr das? Durch die Tränke. Mehr reinhaue? Ah, okay, jetzt ist auf 91 die Vergiftung. Das können wir dann auch weiter skillen, dass wir uns mehr vergiften können, beziehungsweise mehr Tränke nehmen können. Finde ich aber cool, dass das noch dargestellt wird, grafisch. Also, uns geht's wieder gut. So. Und mit der Schwalbe kann ich auch nichts mehr machen. Wir haben uns ja wohl hoffentlich nicht verirrt. Ja. So, hier ist auch nichts mehr hier oben. Ich denke ja fast, wir müssen jetzt hier runterspringen. Hier ist nirgendwo mehr was. Ich probier's einfach. Hier unten ist schon mal eine Kiste. Ich hasse Tauchen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Sorry. So hoch wieder. Hier unten ist da nichts mehr, ne? Okay, dann durch den Tunnel. Über uns ist ein Schlüssel. Laut Minimap. Da ist noch was. Ah, guck mal einer an. Hoch. Okay. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Da verschwindet's. Alles klar. Dann Runde. Und erstmal hier durchtauchen. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Ich sehe wirklich fast gar nichts. Ich bin blind. Auch unbedingt diesen Trank, dass ich mehr sehe. Ich schwimme die ganze Zeit gegen eine Mauer. Hoch, hoch, hoch. Oh Gott sei Dank ging es jetzt hier nach oben. Okay. Kelp hier. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Okay. Die Kara, die ist auch schon ein bisschen älter, ne? Ein bisschen ängstlich. Schau, sie gehen auf! Komm mal. Gehen wir. Wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier.
Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporter hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Okay. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Stellt sich ja vor allem die Frage, was hat der Elfenmagier mit Ciri zu tun? Hm. Aber schön, wie Geralt hier festgestellt hat, dass das eine Schwalbe ist. Das ist beeindruckend. Vella Glan! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Da hinten ist was. Da ist einiges. Was ist denn das? Golem. Oh je. Hm. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ziraeel nicht erkannt. Eindringlinge zerstören. Welche Stufe ist denn der? Scheiße. Uiuiuiui, der hält einiges aus. Die Frage ist, was ist gegen den Golem tut? Ich habe keine Ahnung. Der Feuer bringt halt einen Scheiß. Ich versuche mal Druckwelle. Aber geile Soundeffekte, oder? Aufpassen. Habt ihr so viel... Wow. So viel gebracht hat, weiß ich nicht. Tränke rein. Wir müssen auf Kamera aufpassen hier. Alter, was haben wir hier in der Falle? Und weiter. Ja, jetzt ist er doch ein bisschen mutiger. Also gegen Golems kämpft sie wohl lieber als gegen kleine süße Ratten. Gleich hammern. Ah, der stunt uns auch gerne mal, habe ich so den Eindruck. So. Okay, war jetzt nicht so schwer gewesen. Vella Glan! Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorhin. Ja. Mir auch. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Hätte beinahe vergessen, den Golem zu looten, weil der direkt daneben was war. Hier wird es weitergehen, wie es aussieht. Nach oben. Irgendwo was. Hier ist noch eine Truhe. Runenstein. Ah, es ist eine Verbesserung. Runenstein. Wird in einer freien Fassung eines Schwertes platziert, um dessen Eigenschaft zu verbessern. 3% Adrenalingewinn. Cool. Aber das sparen wir uns natürlich erstmal noch auf. Würde ich vorschlagen. So gut, weiter geht's. Da haben wir noch eine Truhe. Schema-Jägerstiefel, sehr, sehr cool. Mir fällt doch gerade auf, wir müssen uns mal bemühen, eigentlich ein Torso und so leichte Rüstung zu bekommen. Ja, wenn du Ciri endlich gefunden hast, Bonusschatten was machst machen. Du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. So, hier müssen wir weiter. Aber... Hier geht's auch noch da.
Lass mal eben hier noch gucken. Na, sieh mal eine an. Konstruktöl. Ich will nochmal schauen, ob wir jetzt Tränke irgendwas Neues machen können. Wir haben ja von diesem Zwergenschnaps einiges gefunden. Eine Schwalbe machen. Beschleunigt die Regeneration. Und dann machen wir das mal. So, und genauso fällt mir gerade ein, was mal noch Sinn machen würde. Angriffskraft gegen Konstrukte. Das wird wahrscheinlich gegen Golems helfen. Ja, was mir gerade einfällt. Moment. Wir müssen mal die eine Bombe, die wir hier haben. Hier ist die Bombe. So. Wir müssen uns echt mal bemühen, dass wir dann nur die Bombe machen können, die mehr Schaden macht. Die würde uns durchaus weiterhelfen. Und das Zeug brauchen wir auch noch. Die Angriffskraft ist eigentlich gut. Das ist auch gut. Ich mach mal so. Alles klar, weiter geht's. Opa! Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Und das ist kein Golem, Leute. Das ist ein Gargoyle. Stirb! Au! Bist du einfach großartig. Das ist ja gemein! Die Frage ist nur, was ist jetzt gut gegen den? Ja. Okay, mal eine Bombe drauf werfen. So, und drauf. Au! What the fuck? Der macht der böse Schaden! Weiter. Der ist gerade gestunt oder so. Wow, der spuckt irgendwas. Und die Schwalbe. Lass mich bitte in Ruhe. Ich muss erstmal Leben regenerieren. Die Schwalbe bringt. Ja, doch ein bisschen was bringt sie. Guck mal links oben. Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh zur Kyra. Nein, der kommt zu mir. Weg hier. Aber guck mal, die Schwalbe bringt durchaus was. Die ist gut. Gleich noch eine. Weg. So, gleich sind wir wieder voll. Wir haben noch eine Bombe. Ganz ruhig. So. Au! Und drauf jetzt. Weiter. Au. Schwalbe. Ich hätte mir mal den Donner reinhauen sollen. Das wäre gut gewesen. Alter Schwede, das ist ja gemein, die Attacke. Ich habe kein Leben mehr. Au! Jetzt hör doch mal auf damit. Der ist umgefallen. Okay, er ist tot. Schau, sie gehen auf. Wie ist denn er jetzt gestorben? Gehen wir. Vella Glan. Okay, wir haben geschafft. Kyra hat ihn am Ende getötet. So, ganz viele Runensteine nehme ich gerne mit. Gut gemacht, Kyra. Ja, ich habe auch ein bisschen was dazu beigetragen, oder? So ganz kleines bisschen. Ich habe ein bisschen geblendet. Alter, ich rede. 30 Lederbänder. Das ist ja der Wahnsinn. Nice.